Samstag nicht mehr das Haus verlassen habe, heute ist Mittwoch. Was geht ab, Alter? Wir schreiben Dienstag. Ich habe bis gerade gelernt, also ich habe jetzt so 2-3 Stunden gelernt, aber ich brauche jetzt eine kleine Lernpause. Und für diese Lernpause habe ich mir 2 Sachen überlegt. Erstens packen wir jetzt zusammen ein Paket aus. Ich habe mir nämlich eine Bomberjacke auf eBay bestellt, von so einem Versandhändler, der hat aber über eBay verschickt. Die packen wir zusammen aus. Ich habe ein bisschen Angst, dass sie mir nicht passt, weil ich einfach blind Größe M bestellt habe und gar nicht so drauf geachtet habe, welche Größe ich brauche. Aber mal gucken, vielleicht ist die geil, vielleicht nicht. Was soll ich sagen? Und danach geht's laufen. Ich habe mir vorgenommen, ich möchte mehr laufen. Vor allem jetzt gerade, wo man sehr viel am Schreibtisch sitzt, sogar noch mehr als sonst zusätzlich zu schneiden. Calls, bla bla bla, sitze ich auch noch die ganze Zeit wegen der Uni am Schreibtisch. Da tut so ein 5-Kilometer-Lauf mal ganz gut. Und ja, das machen wir jetzt. Ich würde sagen, wir gehen ins Paket rein. So sieht das Paket aus. Alter Schwede. Boah, die ist aber sehr grün. Okay. Okay. Könnte aber was werden. Welche Größe ist das? Mal gucken, wie die an mir aussieht. Die ist von Vortex Garments. Mal gucken, wie die ist. Aber die ist echt sehr, sehr grün, Bro. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Doch, die ist okay. Also, ich glaube, mit der kann ich arbeiten. Ist jetzt keine überkrasse Bomber, aber ihr seht's, ne? Hier, halt wie gesagt, in so einem sehr hellen Grün. Hinten leicht gecroppt, das finde ich ganz gut, deshalb habe ich auch die genommen. Ich habe die nämlich vorher bei einem Kollegen gesehen und fand das da ganz geil, dass sie jetzt so gecroppt geschnitten ist. Offen weiß ich nicht so, ob das mein Stil ist. Also könnt ihr ja gerne in den Kommentaren entscheiden, dass so mein Ding ist. Jetzt klar, auch mit dem T-Shirt sieht es natürlich sehr trashig aus. Aber ich finde es eigentlich cool. Ich habe halt nach so einer leichten Bomberjacke gesucht, die man so gut übergangsmäßig tragen kann. Wollte da eigentlich die von Branded nehmen, aber die sah auf der Seite von der Qualität her echt nicht so nice aus. Da habe ich durch Zufall hier die bei einem Kollegen entdeckt. Liebe Grüße an Jenno da, seit du es siehst. Hab die einfach mal nachgekauft. Und ich glaube, das war eine gute Entscheidung. Cooles Pickup, Freunde. Wir machen jetzt die 5 Kilometer voll. Freunde, wir gehen wieder Fotos machen. Ich habe ja schon im letzten Vlog gesagt, dass ich immer dienstags, donnerstags und sonntags was posten möchte auf Instagram. Und ich brauche wieder Fitpics. Ich habe am Dienstag ein Reel hochgeladen. Heute kommt wieder ein Fitpic dran oder so eine Foto da im Fitpic. Mal gucken, ich weiß es noch nicht ganz, aber auf jeden Fall brauche ich mindestens ein Fitpic. Und das möchte ich heute machen. Ich habe hier das Outfit an. Sieht so ein bisschen wieder auf Vintage Workwear angelehnt. Also ich habe so eine Retree Pants an von Cold Culture. Dann meine Card-Jacke, das ist so eine Card-Active-Jacket-Vintage, so eine Summer-Edition, so ein Vintage-Army-Zipper und ein weißes Basic-Tee, Birkenstocks am Start. Das ist das Outfit heute und das shoote ich jetzt ganz schnell. Ich habe aber auch wie immer wieder Zeitdruck, weil ich gerade echt viel zu Hause sitze und lerne. Also für meine Verhältnisse, ich glaube, es gibt safe Leute, die noch mehr Effort reinstecken würden, ihre Klausuren zu bestehen. Aber ich mache das, was mir momentan möglich ist. War auch noch nie jemand, der so wirklich stundenlang am Schreibtisch sitzt. Also ich sitze immer so 1,5 Stunden. Dann brauche ich ein bisschen Bewegung, mache Fotos oder gehe laufen oder was auch immer. Und danach wird weiter gelernt. Wir sind jetzt hier auch wieder an dem Spot, wo ich letztes Mal war. Suche wieder nach so einer Grünwand. Nicht dieselbe Grünwand, sondern so eine bisschen weniger bewachsenere. Gucken, wie das aussieht. Aber ich gehe jetzt zum Spot und dann mache ich die Fotos ready. Let's go. Also Freunde, ich bin echt am Struggle, ne? Hier, das ist jetzt gerade ein Foto, weil ich als Testfoto gemacht habe. Ich mache jetzt gerade schon wirklich seit so 20 Minuten Testfotos und habe immer noch nicht so ganz meine Pose gefunden. Ah, das triggert rein. Also jetzt gerade das, ihr habt es ja gesehen, das ist okay. Ich bin damit aber noch nicht wirklich ganz zufrieden. Also einfach wirklich mit der Kameraperspektive. Das ist halt der einzige Nachteil, wenn man die Fotos immer alleine macht. Dann muss man immer austesten, bis man die richtige Perspektive hat. Dann kann man nicht dem Fotografen kurz sagen, jo, stell dich mal so und bla bla bla. Ich weiß auch nicht, ob es am Spot liegt, ob ich den Spot nochmal wechseln möchte, aber eigentlich sieht der Spot ganz cool aus. Auch mit dieser Eisentür im Hintergrund, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Oh, das sind die Struggles. Wenn Fotos machen, kann man struggeln, das ist crazy. Ja, vielleicht liegt es auch im Outfit, aber eigentlich ist das Outfit so, ich finde es eigentlich cool. Das ist halt sehr simpel, der Zipper ist sehr simpel. Aber dann die Tasche holt es eigentlich auch wieder raus. Ich weiß nicht, ob er den Struggle nach außen fühlt, aber es ist gerade echt. Na, vielleicht stelle ich die Kamera ein bisschen weiter nach hinten. Ich probiere es mal aus. Kurz, um euch abzuholen. Wir haben mittlerweile Mittwoch. Eigentlich wollte ich ja jede Woche einen Vlog hochladen. Perfekt, direkt nach dem zweiten verkackt. Das liegt aber daran, dass ich gerade die ganze Zeit nur am Lernen bin. Also ich sitze wirklich nur noch am Schreibtisch. Mir ist zum Beispiel gestern aufgefallen, dass ich seit Samstag nicht mehr das Haus verlassen habe. Wohlgemerkt, heute ist Mittwoch. So auf dem Level ist das mittlerweile. So sehe ich auch aus. Also ich sehe, glaube ich, wirklich katastrophal aus. Das ändern wir gleich aber. Aber ich habe mir dann einfach gedacht, dass dieser Vlog jetzt über 2 Wochen geht und dass ich dann einfach so ein bisschen so meine Lern-Experience festhalte. Ich habe jetzt, wie gesagt, wirklich die letzten paar Tage nur noch daheim am Schreibtisch gesessen und für meine Klausuren gelernt. Ich schreibe 4 Stück, internes Rechnungswesen
Mathe, also das setzt sich bei mir aus zwei Kursen zusammen, Wirtschaftsmathe, Finanzmathe und noch so Rechtsfächer, also ne, alle Leute, die irgendwas mit Recht studieren, ne, BGB oder die BWLer auch, BGB, HGB und Arbeitsrecht, das wird bei mir geschrieben. Ja, und dafür bin ich die ganze Zeit am Grinden, das seht ihr jetzt in diesem Vlog, was soll ich sagen, da wird der Vlog halt weitergeführt. Ich habe jetzt die letzten Tage schon ganz, ganz viel gelernt, also ganz viel zusammengefasst, einfach auswendig gelernt und jetzt die nächsten Tage wird es bei mir nur noch an die Übungsaufgaben rangehen. Das ist, glaube ich, nämlich das, was das am besten festigt. Wie gesagt, ich schreibe jetzt am Freitag, also in zwei Tagen schreibe ich meine erste internes Rechnungswesen. Trotzdem gibt es auch noch ein bisschen Fashion Content in diesem Vlog, denn gleich kommt meine Colors Cargo an. Ich habe mir eine Colors Cargo bestellt. Das ist so eine Strap Cargo, also von Colors Clothing Company. Da sind so Straps an, einmal an der Seite und einmal hinten dran. Das sind so einem Washton, die soll in nicht mal, also 10 Minuten sollte die ankommen. Dazu suche ich jetzt ein Outfit raus, weil wir haben Mittwoch, ich habe gestern nichts gepostet, weil ich halt wirklich die ganze Zeit im Lernen bin und muss jetzt wenigstens für heute einen Post fertig machen und überlege mir jetzt, was ich für ein Fit das so machen soll. Hier, ich blende euch mal die Cargo ein, ich habe sie jetzt noch nicht, packen wir gleich zusammen aus und ich habe mir überlegt, das Longsleeve hier, dieses Waffle Longsleeve, das könnte vielleicht gut dazu passen, wir werden es sehen. Also das ist Plan A. Und Plan B habe ich ehrlicherweise noch gar nicht ausgesucht. Da muss ich dann gucken, was ich mache. Ich habe noch vielleicht ein, zwei andere Sachen, die dazu passen könnten, aber das finde ich eigentlich ganz cool, weil ich damit eh noch nie einen Fitpick gemacht habe. Müssen wir mal gucken. Ungefähr eine Stunde später und Pakete sind angekommen, aber nicht nur das Colors-Paket, sondern auch hier eins und noch eins. Die beiden packe ich heute eben im Stream aus. Die packe ich jetzt aus, weil ich brauche ja die Hose. Und danach muss ich ja schon los, denn ich habe einen Termin. Ich komme zum ersten Mal seit vier Tagen oder so raus. Let's go. So, mal gucken, was uns hier entgegenkommt. Freunde, ich sehe hier gerade, mir wurde da noch was Kleines dazugelegt. Das habe ich nicht bestellt. Das ist ein Waffle Hoodie. Damn, vielleicht ziehe ich einfach das direkt dazu an. Dann habe ich beides auf einmal. Wir packen erstmal die Cargo aus. Okay, ja doch, die passt mir. Die ist aber auch so ein... Hört ihr das? Das ist so ein bisschen wie der Stoff hier, nur in einer viel besseren Qualität. Das ist die Hose, die ich mir bestellt habe. Größe M habe ich hier genommen, soweit ich weiß. Es sollte auch passen. Ich probiere die einmal ganz kurz an. Ich habe gerade gedacht, die wäre mir zu groß, aber ich kann die hier innen drin fester stellen. Das ist ja cool gelöst. Wie eine Parachute Pants halt. Und dann passt mir der Lachs perfekt. So sieht die aus. Hier, so mit den Straps an der Seite und hinten halt dran. Größe M auf 1,74. Digga, ich habe mich gerade so mein Ass gezeigt. Hilfe. Kann man mitarbeiten auf jeden Fall. Das sieht aber auch auf das Longsleeve gerade. Also ich wollte ja eigentlich jetzt vielleicht doch diesen Waffle Hoodie anziehen. Aber auf das Longsleeve gerade. Check mal aus. Sieht stark aus, würde ich sagen. Wir holen jetzt auf jeden Fall auch noch den Hoodie raus. So. Hey, da bin ich echt gespannt, ne? Den hat mir Rinkus einfach da reingelegt auf korrekt ist korrekt Basis. Deshalb hier irgendwo steht jetzt gerade wahrscheinlich auch unbezahlte Werbung. Die Bomberjacke, die hatte ich ja selber geholt. Die Hose habe ich auch selber gekauft, aber das habe ich ja geschenkt bekommen. Trotzdem zeige ich euch das natürlich. Oh. Nur es ist genau wie mein Longsleeve heute auch aus so einem Waffelstoff gemacht. Okay, also das ist auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig. Ich hatte sowas noch nicht an. Also, ich hatte sowas schon an, aber der Silhouette, ich weiß nicht, ob das an mir so krass kommt. Moment, ich zeig's euch sofort. So sieht der Hoodie an mir aus. Man sieht, ich bin nicht viel mehr als Haut und Knochen, leider. Von der Farbe her passt es auch gut zu der Cargo Pants. Ich glaube, ich müsste breiter sein dafür. Wird wieder Zeit, dass ich ins Gym gehe, glaube ich. Also da weiß ich nicht, ob das so meins ist. Also, was heißt doch... Ich finde, das sieht sehr cool aus, aber ich glaube, da muss ich mir nochmal Gedanken machen, wie ich das style, weil jetzt gerade so kommt mir das nicht so geheuer. Da muss ich noch irgendwie lernen, wie ich damit umgehe. Aber trotzdem vielen lieben Dank natürlich an das Colors Team und Pinkus fürs Zuschicken. Jetzt muss ich aber erstmal zum Steuerberater. Let's go. Sieht man mir an, dass ich nur noch vor dem Bildschirm sitze? Meine Augen haben mir so Augenringe bekommen. Die letzten Aufnahmen mit dem Vlog waren von mir aus gesehen gestern, also Samstag. Ich war nämlich noch mit Jenno in der Stadt in Köln unterwegs. Jenno kennt man eigentlich so aus verschiedenen Sachen auf Social Media, aber wahrscheinlich am meisten in unserer Bubble. Daher, dass er mit Dave zusammen Tarmac macht, also die Brand Tarmac. Mit dem war ich unterwegs, wir haben ein bisschen Content gemacht und der hat mir auch ein paar Leaks von Tarmac gezeigt, die seht ihr hier. Und ansonsten haben wir, wie gesagt, Fotos gemacht und waren noch in einem Secondhand-Store. Da habe ich hier das Jersey gesehen, das war mir aber leider absolut zu groß, auch wenn das sehr, sehr nice war. Ja. Und das war alles, was in den letzten zwei Wochen bei mir passiert ist, Freunde. Ich hätte eigentlich viel, viel lieber viel mehr gefilmt, aber dadurch, dass ich wirklich gerade echt viel lernen muss, ist das manchmal ein bisschen schwer. Ich schreibe jetzt, wie gesagt, nächste Woche noch drei Klausuren in einer Woche. Ist auch, also das ist fatal, sage ich euch so, wie es ist. Ich freue mich wirklich, wenn es vorbei ist, weil dann nach Freitag ist es endlich vorbei. Und dann geht es auch schon direkt auf den nächsten Trip. Dann nehme ich euch natürlich auch wieder mit. Das wird sehr, sehr nice.
Aber wirklich, die letzten zwei Wochen waren echt anstrengend für mich. Also ich bin, wie gesagt, niemand, der wirklich gerne lernt. Ich lerne auch nicht viel. Ich kann mich nicht lange auf so einen Platz setzen. Also ich kann jetzt schon relativ lange still sitzen. Aber wenn es so wirklich darum geht, sich lange auf ein Thema zu konzentrieren, auf das man meistens auch nicht so Bock hat, dann bin ich da jetzt auf jeden Fall nicht der erste Ansprechpartner, wo ich hingehen würde. Trotzdem versuche ich das so ein bisschen zu meistern. Social Media und Uni, beides parallel, funktioniert auf jeden Fall nicht perfekt. Ich glaube, da können viele Creator ein Lied von singen. Trotzdem hoffe ich natürlich, hat euch der Vlog gefallen. Wie gesagt, jetzt kommt nochmal der Endspurt. Nächste Woche gibt es einen Yoshi schreibt seine Klausuren-Vlog. Ich habe Freitag schon eine geschrieben. Die ist relativ gut verlaufen. Zwar eine Online-Klausur, die war okay. Internes Rechnungswesen ist jetzt noch nie so meine Stärke gewesen, aber es ist okay. Ich schreibe morgen eine Klausur, Dienstag eine Klausur und Freitag eine Klausur. Danach ist das Semester für mich dann. Hoffe ich, wenn ich überall durchkomme, aber ich gehe davon ehrlich gesagt aus. Ich habe jetzt echt viel gelernt für die Sachen. Ich hoffe, euch haben die dieswöchigen Einblicke gefallen. Falls ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, schreibt einen netten Kommentar, abonniert den Kanal und folgt mir überall. Ich heiße überall gleich YoshiKS. Kommt in die Streams. Die letzten Streams sind immer sehr, sehr nice gewesen. Und ich glaube, vor allem, wenn die Klausuren vorbei sind, dann kommt auch nochmal nicerer Content, weil ich dann endlich mehr streamen kann. Da freue ich mich echt sehr drauf. Ansonsten war es das, glaube ich, Freunde. Wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Ich sag keine Uhrzeit, weil der wird eh nicht pünktlich online, der Vlog. Bleibt gesund bis dahin an alle, die gerade noch Klausuren schreiben. Ich weiß, dass hier auch ein paar Fellow-Studenten am Start sind. Haltet durch, wir schaffen das. Haut rein, bis zum nächsten Mal.